Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie sehr herzlich zum zweiten Tag unseres Fondsforums. Für die, die gestern noch nicht dabei sein konnten, mein Name ist Oliver Strumpf. Ich leite den Fachbeirat der Fondsforum-Plattform, vertrete auch das Organisationsteam damit und stehe heute zusammen mit Markus Kreuter, unserem Moderator der diesjährigen Konferenz, hier mal zusammen zur Begrüßung. Ja, Olli, lass uns ein bisschen Frühstücksfernsehen machen. Ich finde, ihr solltet mal eine Tasse einführen für den ersten Anrufer, der dann irgendwie das zugesendet bekommt. Also insofern schön, dass ich auch am zweiten Tag noch da bin. Ich freue mich drauf. Gestern war spannend. Insofern, das wird auch heute eine ziemlich gute Geschichte, denke ich. Ja, also ich glaube, du hast es auch wirklich, muss man sagen, wir kriegen ja sehr viele unaufgeforderte Rückmeldungen sozusagen. Das freut uns natürlich, die extrem viel. Natürlich hat der Mensch, der Markus, der hat das super gemacht. Der hat so ein bisschen Kick reingebracht. Also wir hoffen natürlich aus der Fachbeirats- und Organisationsseite, wenn ich das einfach mal so ein bisschen offen und frei sagen darf, dass du heute auch noch mal an der einen oder anderen Stelle immer gerne dich mal so einbringst, wie dich deine Persönlichkeit ja auch auszeichnet. Vielleicht kannst du uns noch mal einen Rückblick geben. Wie hat es dir so gestern gefallen? Du begleitest ja das Fondsforum hier ein Stück weit auch aus der moderativen Rolle, als Beobachter, stellst dich auf ein paar Fragen an. Kannst du uns mal eine kurze Zusammenfassung zu dem geben, wie es gestern auf dich gewirkt hat? Also mein Fazit ist tatsächlich, ich glaube, es ist alles gar nicht so schlimm. Das war es für mich so die Grundaussage dessen, was die Leute auch gesagt haben. Also ja, wir müssen da irgendwie durch, aber wird schon wieder. Also ich glaube, es gibt natürlich punktuell Themen, wo Menschen gesagt haben, ja, da wird es zu Schwierigkeiten kommen. Aber wenn ich mir so vor Augen führe, wer gestern so gesprochen hat, Dr. Stefan sagt eigentlich, wir kriegen ein, zwei Jahre fettes Wirtschaftswachstum. Der von Marshall sagte, wir müssen ein bisschen auf die amerikanischen Beziehungen, deutsch-amerikanischen Beziehungen deshalb schauen, weil Biden ist jetzt nicht der Heilsbringer. Der wird schon seine Sachen weiter durchbringen. Aber es wird auch darum gehen, dass wir uns eben gegen die anderen Wirtschaftsmächte stellen. Deutschland alleine ist nicht attraktiv, sondern nur im Verbund geht es uns gut und wir müssen unsere Rolle übernehmen. Und wenn ich dann weitergehe, Matthias Naumann hat uns durch die Märkte geführt im Überblick, dann hat der Nicolas Jorzik uns gesagt, dass er bei Wohnen jetzt tatsächlich eher mal darauf geht, dass er ins geförderte Wohnen beimischt, selbst in die gleichen Hauseingänge, fand ich sehr spannend. Christoph Wittkopf sagt, um Büro macht er sich keine Sorgen. Susanne Klausner sagte, ja, Shoppingcenter und Einkaufszeilen werden massiv sich verändern. Sie hat sogar gesagt, da wird es an die Mieten gehen und das wird die Hauseigentümer in diesen Locations auch entsprechend treffen. So, und deine Abschlussrunde werde ich nicht kommentieren, da weißt du selber besser, was passiert ist. Wir haben natürlich versucht, verschiedene Statements einzufangen letztendlich, weil es ging ja nicht nur darum, die Märkte zu kommentieren, sondern auch mal, was es mit den Unternehmen, mit den Personen momentan macht und auch mal ein bisschen rauszuhören und rauszukitzeln, kann man ja schon sagen, wie damit in Zukunft umgegangen wird, ob der Impact auch zukünftig durch Corona da sein wird. Ich selber habe mich übrigens auch sehr über das Gespräch mit dem Herrn, also das Interview mit Herrn Dr. Korfmacher gefreut, wie ja der ein oder andere gesehen hat, es war ein bisschen, wie hast du es so schön mit Herrn Kleber und Beirut, glaube ich, genau, gestern kommentiert. Ab in den Dschungel. Ja, das war auf jeden Fall auch für mich, war leider etwas spontan, aber es hat funktioniert. Und Herr Dr. Korfmacher ist da, wie gesagt, auch der richtige Typ, muss man sagen, mit dem kann man das auch machen und deshalb hat mir das auch, falls Sie zuschauen sollten, Herr Dr. Korfmacher, einen Riesenspaß letztendlich auch gemacht. Und wir haben, wie gesagt, da auch ganz tolle Rückmeldungen einfach drauf bekommen. Es geht uns ja letztendlich auch immer darum, ein bisschen Drive auszulösen, um die Brancheninformationen hier nochmal auf den Punkt zu bringen. Aber wir wollen immer ein Momentum auf der Fondsforum-Plattform mitgeben. Und deshalb sind uns die persönlichen Kommentare wichtig. Apropos persönlichen Kommentar, Markus, vielleicht kann ich die Frage nochmal an dich stellen. Du bist ja sehr finanzerfahren, ja ein ausgewiesener Experte. Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen ad hoc, das war jetzt zwar nicht verabredet, aber nochmal vielleicht so ein kurzes Statement mal so geben, wie das aus der Finanzierungswelt, was passiert da momentan? Das haben wir gestern ja vielleicht so ein bisschen gestreift durch die Eingangsvorträge, aber könntest du so ein bisschen ad hoc vielleicht noch mal so ein bisschen deine aktuelle Wahrnehmung noch mal geben? Was passiert einfach in dem Thema Finanzierung? Mache ich gerne. Also es ist tatsächlich
für mich spannend zu beobachten. Ich bin ja für einen Investor tätig, auch wir. Mein Gesellschafter fragt mich permanent, sag mal, da muss doch jetzt so langsam im Workout-Bereich der Banken, da müssen doch die Bücher überquellen von den kritischen Engagements. Und da muss es doch jetzt wirklich zur Sache gehen. Da sind doch Mieten nicht gezahlt bei bestimmten Objekten. Da muss es doch demnächst was geben. Anscheinend nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein Effekt, den wir aus der letzten Krise schon mitgenommen haben, dass wir merken, die Banken halten lieber erstmal ein bisschen Ruhe und gucken sich das an, warten ab, gestehen lieber mal eine Tilgungsaussetzung, schauen sich das mit den Leuten an, schulden ein bisschen um und gucken, dass sie eben ihre Bücher sauber halten, dadurch, dass sie Ruhe reinbringen. Und das sehe ich tatsächlich, Olli, im Moment, dass die Banken sehr, sehr ruhig sind. Ob die Wertberichtigungsquoten ausreichen, wenn wir mal so in 6 oder 12 Monaten gucken, das weiß ich nicht. Vielleicht sind sie ein bisschen zu niedrig angesetzt. Ich glaube schon, dass es Schläge geben wird. Aber im Moment Augen zu und durch ist, glaube ich, das Motto. Ja, also ich kann das ein bisschen bestätigen. Wir in der Heiko-Gruppe in Wiesbaden merken das auch. Wir betreiben ja selber auch einen Immobilienfonds aus dem Thema Grundversorgung, haben natürlich da auch immer mal wieder das Thema Finanzierung am Start. Der Partnerkollege bei mir im Team, der das sehr gut und sehr toll mitbetreut. Aber ich kriege so ein bisschen einfach auch seine Kommentierung mit. Da ist nicht, wir schreiben aus und es geht sofort los, sondern da kommen elendlange manchmal Rückmeldungen. Also es ist zäh, könnte man so ein Stück weit sagen. Das kann ich vielleicht noch mal so ein bisschen kommentieren. Momentan ist das, sagen wir mal, eine wilde Zeit. Ich habe das ja bewusst gestern in der Anmoderation der Podiumsdiskussion so ja schon gesagt. Das ist momentan so ein bisschen verrückt. Trotzdem, auch in verrückten Zeiten haben wir uns ja entschlossen, das Fondsforum mit Hilfe von Markus, der dann gleich die Moderation für den Tag heute wieder übernehmen wird, ja zu machen. Der Dank natürlich, bevor wir jetzt in den Tag einsteigen, gilt natürlich noch mal meinem ganz liebevollen und tollen Fachbeirat, der im letzten Jahr sehr intensiv nicht nur Zeit, sondern auch wirklich persönliches Commitment gegeben hat. Hat mir riesig viel Spaß gemacht an alle Kollegen, die jetzt live sozusagen nochmal mit dabei sind. Vielen Dank nochmal in diese wirklich tolle Runde. Ein wirklich tolles USP auch immer wieder dieser Fondsplattform. Und vielleicht kann ich die Technik nochmal bitten, hier ein bisschen rüber zu schwenken. Hier steht natürlich auf dem Banner noch das falsche Datum, weil das die Konferenz ist, natürlich, die wir ausgerichtet haben, wie Sie sehen, noch zum 4. und 5. November 2020. Aber wir haben es ja, wie gesagt, digital auf heute verschoben. Und von daher haben wir hier wirklich 18 hervorragende Unternehmen gewinnen können. Vielen Dank, dass die Technik das so ein bisschen ad hoc jetzt hier nochmal nachjustiert. Und wie Sie sehen können, alles ausgewiesene Unternehmen und Experten, beziehungsweise auch Medienpartner, die wir natürlich für diese Formate immer einbinden, damit wir hier auch einen tollen Input nicht nur auf der Referentenseite bekommen, sondern auch von den Menschen, die dahinter stehen, die sich auch dafür einbringen, dafür interessieren. Und diese Plattform letztendlich mit den verschiedenen Vorträgen jetzt zum Fondsforum, aber auch mit den ganzen anderen Formaten natürlich maßgeblich voranbringen. Und Sie sehen, wir haben hier wirklich 18 muss man sagen, nicht 8, sondern 18 der wirklich führenden Unternehmen in diesem institutionellen Immobilienbereich. Also von daher war mir das wichtig, das nochmal herauszustellen, weil das wirklich auch eine der USPs ist, mit wie viel guten Unternehmen wir auf der Fondsforum-Plattform auch die anderen Formate immer wieder begleiten dürfen. Und ja, jetzt werden Sie noch mal im Einzelnen gezeigt. Lieben Dank, sehe ich gerade auf dem Regiebildschirm. Das ist mir auch nochmal wirklich wichtig, hier die Unternehmen. Ich könnte da stundenlang darüber berichten, auch über die Kontakte, wie wir das vorbereiten und wie wir die Unternehmen einbinden. Das natürlich soll jetzt hier mal so der kurze Loop sein. Vielen Dank an die Regie, das hier auch nochmal entsprechend dadurch etwas mehr zu prämieren und das hier herauszustellen. Ja, Markus, ich komme zurück. Ich trete sozusagen jetzt ein bisschen zur Seite, überlasse dir für heute die Bühne. Wir haben uns ja vorgenommen, die ein oder andere An- und Abmoderation werden wir vielleicht mal heute gemeinsam starten. Wir wollten mit ein bisschen Frühstücksfernsehen-Atmosphäre, wie wir das ja so nennen, das darf man um 11 ja noch sagen, wollten wir das gerne heute mal hier zusammen starten. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, wirklich. Es macht mir immer eine Riesenfreude. Ich glaube, auch in diesem Studioformat, wir beide jetzt hier mal so quasi auf Großbildleinwand, ist auch irgendwie etwas, was uns nach 20 Jahren, die wir uns schon sehr gut kennen, hier hervorragend zusammenbringt. Vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Ich übergebe das Wort jetzt an dich und sage toi, toi, toi und hake nach und moderiere an und ab und stelle Fragen, so wie du es gerne machst.
So ist es. Insofern übergebe ich jetzt an dich. Danke nochmal. Vielen Dank, ja, liebe Zuschauer. Vom Frühstücksfernsehen zum Morgenmagazin. Also wir treten ein in die Wissensvermittlung. Ich habe Ihnen einen kurzen Rückblick gegeben auf das, was wir gestern miteinander besprochen haben, für die, die nicht dabei waren. Sie bekommen das später alles über die Plattform zur Verfügung gestellt. Mit Ihrem Zugangscode können Sie die vollständigen Videos anschauen. Und auch hier nochmal der technische Hinweis. Sie sehen an Ihrem Bildschirm unten die Möglichkeit, uns einen Kommentar zu schicken. Das heißt, ich habe immer gesagt, schicken Sie uns eine Frage. Es geht gar nicht um Fragen. Gestern kamen durchaus einige Kommentare rein, die sagten, ich habe aber eine andere Meinung, ich sehe das anders. Das hilft mir durchaus nochmal einen Impuls zu geben oder auch zu bekommen dafür, was ich dann dem Referenten an Fragen zur Verfügung stellen kann. Heutiger Tag, ja, wir haben gestern das Thema Corona eigentlich nie in den Überschriften gehabt, sondern haben es eigentlich immer mitgenommen. Heute haben wir ganz bewusst gesagt, Block Nummer 3 ist das Thema Corona-Auswirkungen. Wir gehen sehr, sehr klar und präzise vor in den Themen Immobilienbewertung. Das Thema Investmentquotenverschiebungen werden wir uns anschauen. Wir schauen uns an das Risikomanagement und wir gucken uns das Thema an, was machen die Immobilienfonds? Gibt es da eventuell Anteilsrückgaben durch Corona? Insofern ein volles Programm bis 1 Uhr. Bleiben Sie uns insofern also dabei, dass Sie in diesen 2 Stunden, in diesen kurzen Formaten, die Oliver so strukturiert hat, dass wir eben sehr, sehr dicht in 20 Minuten die Themen jeweils vorstellen. Bleiben Sie uns dabei online erhalten und wir geben uns eben, wir sind motiviert, Sie hier auf der Wissensschiene mitzunehmen.